So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Mein Name ist Patrick, ich bin Kartenleger und auch ein spiritueller Begleiter. Ja, in Zeiten, wo es dir schlecht geht, wo es dir nicht gut geht. Ja, vorzugsweise in der Liebe. Ich bin, seit ich auf YouTube bin, ja, so ein bisschen in die Schiene Liebe reingerutscht. Dr. Love lässt grüßen. Und ja, mache natürlich auch Videos auf dem schönen YouTube-Kanal Angel Readings. Dazu hat mich meine Tante vor etwas mehr als einem Jahr überredet. Und ja, es gefällt mir ganz gut. Ich mache das ganz gerne. Und lasst euch nicht hier irritieren von diesem Ding, was ich habe. Das bläst sich gerade auf. Ich trage gerade ein Langzeitblutdruckmessgerät, weil in meinem Alter 30 plus X kann man sich ja auch mal einmal im Jahr durchchecken lassen. Deswegen habe ich gerade dieses furchtbar nervige Gerät am Arm, das sich alle 15 Minuten aufpustet. Aber das hält uns nicht davon ab, heute mal eine schöne Legung zu machen, und zwar mit den schönen Biedermeier-Aufschlagkarten. Das ist ja so ziemlich eins der ältesten und ersten Decks, die es gibt. Das ist hier so ein Zigeuner-Deck, das habe ich jetzt mal hergenommen. Und da gibt es natürlich eine schöne Legetechnik, die nennt sich das Rad des Glücks. Ja, ich habe das schon mal ausgelegt, weil das dauert immer so eine Zeit lang, bis das alles schön hindekoriert ist. Ich mache mich mal klein und dann wollen wir mal gucken, ja, wie das Rad des Glücks denn hier so ausschaut, und wie sich das zusammensetzt. Ja, wir haben ja das Thema Ex. Wunschpartner genommen, der Wunschpartner ist weg, ihr habt euch gestritten, ihr habt euch getrennt, er meldet sich nicht mehr, und daher haben wir hier in der Mitte immer die Karte des Themas liegen, und das ist jetzt in diesem Fall, die Karte habe ich rausgelegt, die Traurigkeit. Ja, also da ist man natürlich traurig, wenn der Wunschpartner nicht da ist, wenn er weg ist, wenn er sich nicht mehr meldet, wenn er sich in den Rückzug begibt, ja, also das ist dann eine Sache, die ist alles andere als schön nachvollziehbar, dass da die Trauer groß geschrieben wird. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Karte der Traurigkeit rausgelegt. Ja, hier haben wir hier die erste Seite des Rades. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wie es denn dazu gekommen ist. Und das hier auf der anderen Seite, das ist so, ja, die Tendenz, das sind die Energien, die jetzt da zur Verfügung stehen. Ich sage es bewusst, in der Kollektivenergie. Das kann für dich passen, muss es aber nicht, weil ich kann ja nicht für jeden passend legen, dann wäre ich ja der berühmteste Kartenleger der Welt, sondern das ist die Kollektivenergie. Und wenn du sagst, okay, das interessiert mich auch mal für mich, oder natürlich auch jede andere Art von Liebe, Liebeslegung, hauptsächlich Partner, Ex-Partner, Wunschpartner, warum meldet er sich nicht, wird das noch was mit uns und so weiter, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Schreib mir einfach eine WhatsApp, meine Nummer steht immer unten in der Infobox. Oder du gehst auf meine schöne Homepage angel-readings.de, da kannst du direkt buchen oder mich auch trotzdem noch anschreiben, wenn du dir nicht so sicher bist, welches Reading passt, dann machen wir das per WhatsApp. Ich melde mich immer relativ schnell dann bei dir. Ist bei mir alles total unkompliziert. Auch wenn du Kummer, Sorgen hast und schämst dich vielleicht oder scheust dich so ein bisschen, dich jemandem zu öffnen, mach dir keine Gedanken. Bei mir ist alles gut aufgehoben. Alles bleibt zu 100% bei mir und glaub mir, ich habe schon alles gehört. Na? Ja, die Traurigkeit liegt da. Wie kam es denn jetzt eigentlich dazu? Na, das ist die Frage. Ich muss natürlich erstmal schauen, ob ich überhaupt Ton habe. Bin da so ein bisschen paranoid geworden in der letzten Zeit, weil ich ab und zu mein Video ohne Ton dann irgendwie hatte. Wir haben hier in dem Teil des Rades, haben wir hier unten zuerst mal ja die Botschaft bekommen. So, was ist denn das, die Botschaft? Hier gibt es die Botschaft zum Glück, dass du vielleicht ja mit einem Mann in Kontakt gekommen bist, dass da ein Kontakt stattgefunden hat, dass du dich verliebt hast, dass du dir da mehr hättest vorstellen können. Ja, du bist hier so ein bisschen ins Glück gekommen. Ja, hier liegt das Glück, die Botschaft, das Glück, dass du sagst, du bist zufrieden, da ist jemand, mit dem du dir mehr vorstellen kannst. Ja, du bist quasi auf Wolke 7 schon, kannst dir da mehr vorstellen. Und dann, ja, da kommt aber hier auch schon die Karte der Dieb. So, und das heißt jetzt nicht, dass dir jemand deinen Fernseher geklaut hat. Das heißt also, der Dieb, da ist ja was genommen worden. Das ist Verlust. Ja, das ist auch Gefühle kann man ja verlieren.
oder werden einem weggenommen, du bekommst nicht mehr die Aufmerksamkeit, die du jetzt gewohnt warst. Ja, du hast Liebesentzug, das ist natürlich ein ganz schlimmes Wort, dass hier der Dieb dafür steht, dass dir die Liebe einfach so ein bisschen genommen wurde. Ja, du bist ratlos, ja, du weißt nicht wieso, warum, weshalb. Und da kommt dann aber auch schon die Falschheit ins Spiel, dass man sagt, okay, da war vielleicht was, was nicht richtig gelaufen ist in der Beziehung. Oder der Partner, der potenzielle Partner ist irgendwie falsch. Ja, da ist was passiert, womit du nicht gerechnet hast. Also hier ist dann schon die Traurigkeit hier quasi entstanden. Und ich sehe dich auch dann schon hier, ja, in den Gedanken. Ja, also hier vom großen Glück so ein bisschen in die Gedankenwelt reingekommen. Wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Was passiert denn jetzt eigentlich? Geht's da noch weiter? Liebt er mich überhaupt? Meldet er sich überhaupt nochmal? Ja, und da sehe ich auch schon letzten Endes, dass du hier eine Entscheidung getroffen hast. Der Richter liegt da und der Richter, der trifft immer Entscheidungen. Ja, dass du dir sagst, okay, so kann es nicht weitergehen. Das macht mich alles verrückt, wahnsinnig. Das funktioniert nicht, das läuft nicht. Dann ist das Ganze hier eben lieber beendet, als dass ich mich hier kaputt mache. Und da liegt ja auch schon oben dann der Tod. Ja, das heißt also, dass da das Ende eigentlich schon erreicht ist. Sei es jetzt durch seine Entscheidung oder durch deine Entscheidung. Ich sehe hier schon das Ende dieser Partnerschaft oder potenziellen Partnerschaft, wenn ihr noch nicht mal richtig zusammen seid, ne? Also da ist schon so, dass das zu Ende gegangen ist, weil du sehr, sehr in die Traurigkeit gekommen bist, in die Falschheit, in die Gedanken und ja, die Liebe war dann auch irgendwo mal weg. Das ging zu Ende. Also eine sehr traurige Geschichte jetzt hier erstmal, finde ich. Wir wollen aber jetzt mal weiterschauen. Ja, was sagt denn das Rad des Schicksals denn noch so ein bisschen? Wir haben natürlich hier auch, ja, da liegt der Verdruss. Ja, was soll ich da? Der Verdruss, das ist jetzt auch so eine Karte, da ist man dann einfach gefrustet. Ja, da denkt man sich, okay, es klappt mit keinem mehr, ich will gar keinen mehr, alle sind blöd, ich bleibe jetzt lieber alleine. Ja, ich bin verdrossen, verdrossen, verdrossen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wie ist da das richtige Wort? Ich habe Verdruss in mir, ne? Sagen wir es mal so. Ja, da bist du ein bisschen gefrustet, aber da kommt dann auch schon mal wieder die Hoffnung hoch. Ne? Hier liegt dann die Karte der Hoffnung. Das kommt ja nach dem Liebeskummer, dann kommt erstmal die Wut, ne? Dann kommt die Enttäuschung und dann kommt aber auch schon mal wieder irgendwo die Hoffnung auf eine neue Liebe, auf einen neuen Partner. Und ja, hier ist aber immer noch die Karte der Krankheit so ein bisschen zu sehen, dass du noch nicht so richtig auf dem Damm bist, ja, was da die Männerwelt angeht, wenn du jetzt als Frau zusiehst, dass man sagen kann, ja, da ist schon noch ein bisschen was, was du da in deiner großen schwarzen Kiste in deiner Seele verpackt hast. Das dauert so eine Zeit, bis du das wieder verdaut hast, bis du da wieder auf dem Damm bist. Also hier auch, ja, die Krankheit ist einfach so ein bisschen die Krankheit der Seele. Die fühlt sich nicht gut. Das braucht so ein bisschen, bis man da mal wieder auf den Damm kommt. Und kommt aber hier auch schon jetzt die Karte der Reise. So, wir sind ja alle auf einer Reise im Leben. Da geht's voran, da geht's nicht zurück, da geht's nach vorne. Deswegen sage ich hier immer, schau nicht zurück, schau nach vorne. Das ist der Weg, den du gehst. Und die Reise, die nimmt dann auch schon mal für dich irgendwann mal wieder Fahrt auf, sehe ich da. Denn hier liegt der Offizier. So, wer ist denn jetzt der Offizier? Das ist so ein Mensch, ja, der ist stolz, der hat Charakter, das ist eine starke männliche Persönlichkeit. Also das ist ein Mann, ja, ganz im Gegensatz zu dem, den du da hattest, der dir plötzlich die Liebe genommen hat. Der weiß schon, was er will und was er nicht will. Hier gleich neben der Karte die Geliebte. So, wenn ich das richtig deute, ist die Geliebte, das bist ja du. Na, du bist jetzt hier die Geliebte vom Offizier. Das heißt also, hier kommt ein Mann in dein Leben wieder, von dem du ja auch sagen kannst, der weiß, was er will und was er nicht will. Na, das ist ein gestandenes Mannsbild. Und da sehe ich dich jetzt hier schon wieder in der Rolle der Geliebten.
Ernten, also da kommen dann schon wieder die ersten Gefühle auf für dich, dass du sagst, da wird für dich auf jeden Fall schon mal wieder alles gut, wenn man das Rad des Schicksals jetzt mal hier so verfolgt. Dann haben wir nämlich hier unten, ja, als letzte Karte das Haus. So, und das Haus, das ist ja nicht nur da, wo du wohnst, deine Wohnung, dein Haus, sondern das ist ja auch so eine Karte, da geht es um ein Fundament, eine Basis, etwas Festes, worauf man aufbauen kann, ja. Nicht so wie hier, wo dir dann plötzlich alles genommen wird und du in die Traurigkeit gerätst, sondern hier entwickelt sich dann schon auf deiner Reise etwas, wo du jemanden kennenlernst, in den du dich neu verlieben kannst, wo du sagst, mit dieser Person kann ich eine feste Basis aufbauen. Ja, und ich finde, das Rad des Schicksals sollte hier auch an der Stelle aufhören. Da kommt ja schon wieder die Botschaft und das Glück. Und da würde ich sagen, da hört das Rad auf. Eigentlich hört es ja dann hier schon auf, dass man sagt, du wirst hier wieder jemanden finden, mit dem du eine feste Basis haben kannst, mit dem du ein festes Fundament hast, wo du weißt, da bin ich sicher, da habe ich meinen sicheren Hafen, da geht es mir gut. Also all das, was hier passiert ist, das wirst du wahrscheinlich dann über kurz oder lang ja als eine schlechte Erfahrung abhaken können. Ne? Weil der Offizier, den sehe ich immer gerne im Deck, das ist so eine Karte, wo ich sage, wie der Bär bei Lenormand, bei den Lenormand-Karten, Kraft, Stärke, Ausdauer, da ist eine starke männliche Persönlichkeit da, dass du aus der Traurigkeit zu einem festen Fundament, zu einer festen Basis in der Liebe kommen kannst. Und von daher, ja, ich habe das jetzt eigentlich erstmal so hingelegt und habe mir das angeguckt, weil das nicht wie bei den Lenormand-Karten, das lege ich hin und sehe sofort, was los ist. Hier muss ich das so ein bisschen auf mich wirken lassen. Deswegen hatte ich die Karten vorher schon ausgelegt. Aber das macht dann unterm Strich schon auch Sinn, wenn man sagen kann, dass man hier von der Traurigkeit und von der Verlust der Liebe und der Falschheit ja auf eine neue Reise geht. Ja, es geht ja immer weiter, es geht ja immer nach vorne. Von daher schaut es da wirklich sehr schön aus. Und ich mag auch die Biedermeier-Aufschlagkarten sehr gerne, weil die haben so was Nostalgisches. Ja, das mag ich total gerne. Und ja, wenn euch die Karten auch gefallen, wenn ihr dieses Kartendeck mögt, wenn ich öfters damit liegen soll, dann zeigt es mir gerne einfach, indem ihr jetzt mal den Daumen nach oben drückt. Wenn ihr sagt, okay, die Karten sind total putzig, wenn ich den Daumen hoch sehe oder viele Daumen hoch sehe, dann weiß ich, dass ich da öfters mal damit legen kann. Schreib mir natürlich auch gerne in die Kommentare, wie du die Legetechnik findest, wie du die Karten findest, wie du ja dieses ganze Reading gefunden hast. Ich freue mich hier immer, wenn du einen Kommentar hinterlässt. Dann bin ich mal gespannt, was du so dazu zu sagen hast. Na? Ja, wenn du magst und mir eine Freude machen willst für meinen Rat des Glücks, dann abonniere gerne den Kanal. Es sind immer noch 66% Zuschauer ohne Abo. Das ist ja eine Unverschämtheit. Das muss sich ändern. Ja, da geht mal gleich der Blutdruck hoch. Ja, da freue ich mich, wenn du abonnierst. Dann bist du Teil der schönen Angel Readings Community. Ich freue mich, dass ich dich dann hier begrüßen darf. Wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Viel Spaß. Das Rad des Glücks ist bei dir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bleibt gesund, seid lieb zueinander und macht's gut. Servus!